Meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Kampf des heutigen Abends, die WKU-Weltmeisterschaft im Schwergewicht Thai-Boxen. Und ich rufe in den Ring die Kämpfer aus Amsterdam, den Niederlanden, Fresh Hicking! Heute Abend bestreitet er seinen ersten Kampf für das Kampfsportzentrum Steko. Einer der erfahrensten Kämpfer, die diesen Ring hier in München jemals betreten haben. Wir freuen uns sehr, ihn heute Abend zum ersten Mal hier bei uns in den Ring rufen zu dürfen. Meine Damen und Herren, aus München, Daniel Di Buba Ilunga! Meine Damen und Herren, wir kommen zur WKU-Weltmeisterschaft im Schwergewicht Thai-Boxen. Angesetzt ist der Kampf auf 5x3 Minuten. Die Gewichtsklasse bis 95 Kilogramm. Wir kommen zu den offiziellen Supervisor dieses Kampfes, WKU-Weltpräsident Klaus Nonnemacher. Die Punktrichter aus Polen, Chris Legien, aus Frankreich, Henri Chalet und aus der Türkei, Ertekin Aslan, der Mann im Ring, Goran Filipovic. It's time for one of the main fights for tonight evening. Einer der Hauptkämpfe des heutigen Abends, die WKU-Weltmeisterschaft im Schwergewicht Thai-Boxen. Angesetzt auf 5x3 Minuten. Und nun zu den Kämpfern. Der Kämpfer in der roten Ecke ist 39 Jahre alt, 94,5 Kilogramm schwer, 1,88 Meter groß. Seine Kampfbilanz: 77 Kämpfe, 52 Siege, ein Unentschieden bei 39 Knockouts. Er ist WPMF-Weltmeister, tritt an für The Colosseum Gym. In seiner Ecke sein Trainer Daniel Kortland. Meine Damen und Herren, aus Amsterdam, Niederlande, Fresh Hicking! Sein Gegner in der blauen Ecke ist 32 Jahre alt, 93,8 Kilogramm schwer, 1,91 Meter groß. Seine Kampfbilanz: 78 Kämpfe, 69 Siege, 57 davon durch Knockout. Nur eine kleine Anzahl seiner Erfolge. Er ist IKBO, IMC Meister, It's Showtime Weltmeister und Nummer 1 der Glory World Series. Er tritt heute Abend zum ersten Mal an für das Kampfsportzentrum Steko in seiner Ecke. Ex-Weltmeister im Laden Steko. Azmi Burgic und Cutman, Thilo Kuttler. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Daniel Di Buba Ilunga. Die Kämpfe submit the fighters to the set. Knee to the head, not head to the knee, right? Shake hands. Good luck. Die Kämpfer sind bereit. So, let the fight begin. Michael Smolik ist weg. Daniel Ilunga ist da. Pavlica am Laden Steko haben nach dem Abflug von Michael Smolik Richtung Glory schnell reagiert und mit Daniel Ilunga, einen absoluten Weltklasse-Mann, verpflichtet sein Gegner heute. Kommt aus den Niederlanden, Fred Schicking in der orangenen Hose. Die WKU-Weltmeisterschaft bis 95 Kilogramm. Thai-Boxen, der Titel ist vakant. Ah, der Schicking, der geht ja gleich mal kräftig nach vorne. Ist ja ein alter Routinier mit seinen 38 Jahren. Auch schon Weltmeister. Hat ein mächtiges Pfund in den Fäusten. Also muss Ilunga erstmal seine Deckung hier stabilisieren. Aber er ist ja ebenfalls ein routinierter Kämpfer. Hat schon gegen viele Große im Ring gestanden, hier weggerutscht. Nichts passiert. Goran Filipovic, einer der ganz erfahrenen Ringrichter. Oh, die erste gute Aktion hier, ja, Ellbogen.
sollte man nicht einsetzen. Hier im Thai-Boxen gut die Rechte zum Kopf des Niederländers. Frontkick mal eingestreut von Ilunga. Versucht jetzt hier mit der Führungshand erstmal nicht den Schicking da vom Leib zu halten. Gute Rechte von Schicking, ja, aufpassen. Deckung schön oben lassen. Nochmal. Ja, der ist gefährlich. Und die linke nachgezogen. Also Ilunga sollte den nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der macht nicht so viel, aber was er macht, das macht er richtig. Die Schläge, die kommen gut gesetzt. Bislang an den Kopf von Ilunga. Wieder die Rechte, nochmal die Rechte. Eine Doppelkombination. Meine Herren, nimmt die Fäuste hoch, Ilunga. Lässt sie immer wieder fallen. Versucht sich jetzt erstmal diesen Schicking da vom Leib zu halten mit Frontkick. Roundkick geht vorbei. Ja, ist etwas beeindruckt, der Ilunga. Von der Leistung des 38-Jährigen, der schon 77 Kämpfe auf dem Buckel hat, 52 gewonnen. Also auch nicht ganz so schlecht, der Kampfrekord. Jetzt hat Ilunga ihn mal in der Ecke. Jetzt hätte er was machen müssen, lässt ihn aber wieder raus. Man muss da nachsetzen, muss da konsequenter sein. Und nochmal die linke, jetzt mal eine schöne rechte von Ilunga. Die hat er gespürt zum Schluss. Aber gute erste Runde von Freck Piranha, wie er genannt wird. Schicking. Schau mal hier. Lauf nicht in den zweiten Konter. Ja, das ist ein paar Mal. Kalter Wischbrot, Bladen Steko, Asmir Burgic, Kappen, Kieler Schulter. Schrank, schließen. Und dann schau mal, er ist ja offen. Lauf ihn jetzt auch schön wischt. Auf der Doppel. Schließ dich wieder aus der Doppel. Nicht offen mit ihm rein. Da, die linke. Die linke, wenn ihr drin seid, bring den Knie hoch. Okay. Ist er zu offen, lässt seine linke Hängung auf, die sieht sie aus, Innenbahn auch nochmal durchgekommen. Also die klareren Treffer hier in Runde 1, die erliegen bei Fred Schicking. Komm hier, Daniel, lass uns immer nicht hier. Aber schließ dich jetzt. Wenn Schicking macht natürlich so den ganz austrainierten Eindruck. Mal schauen, wie er mit diesen 5 Runden da zurechtkommt. Aber auch Ilunga hat ja eine längere Pause hinter sich, hat seine Karriere schon beendet gehabt. 2018 nach einem tollen Sieg über den Niederländer Bas Forsten Bosch. Und dann wieder angefangen. Das macht ein bisschen mehr Druck. Aber nach wie vor ist die Deckung etwas löchrig. Jetzt hat er noch gutes Auge, diesen Knie. Körpertreffer. Scheint jetzt etwas besser in den Kampf reinzukommen, Ilunga. Die Buba, sein Spitzname. Stammt aus dem Kongo. Knie nochmal gut gewacht. Na, jetzt so langsam hat er sich hier freigeboxt, Aufwärtshaken auch sehr gut. Na, 3 Minuten gebraucht und ein paar Schläge. Nicht auf den Hinterkopf, aber auf den Kopf, um hier wach zu werden. Jetzt klappt hier besser. Linke zum Kopf von Schicki. Nochmal das Knie, das kommt noch ein Welfer. Nochmal die rechte und da geht er rund und fällt wie ein Baum. Und Filipovic winkt sofort ab. Ja, so schnell kann es gehen. 3 Minuten hat er gebraucht und dann lief die Maschinerie. Und was war das für eine Aktion? Er rutscht vor allem sein und doch natürlich hier. Freude in der Ecke. Toller Einstand von Danjo Ilunga. 15 Kämpfe hat er für Glory. Diese berühmte Serie gemacht. 8 Siege. Das sind Jacoby, Weltklasse-Mann, Murat Buzidi gegen Michael Dud, Bogdan Stojka. Gegen sie hat er alle gewonnen. Heute hat er diesen Schicking da weggeräumt.
war in der ersten Runde gar nicht so aus, als ob das eine klare Sache werden könnte. Hat er hier mal gezeigt, immer wieder auf das Knie gebracht. Hier, Achtung, das Knie. Das erste Mal, das alles so neu. Die linke und dann diese knackige rechte. Und da haut sie ihn fast aus dem Seil geführt. Nochmal hier. Zack. Bumm. Aus, Arm. Das war's. Der Schicking, der wirklich gut angefangen hat. Aber dann keine Chance mehr gehabt in Runde 2. Ja. Fairer Sportsmann, der Niederländer. 2018 zweimal gekämpft. Der Schicking. Gute Leistung gezeigt. Aber ja, der Ilunga, da werden wir noch viel Freude haben, hoffe ich. An diesem Neuzugang im Stegoteam. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch K.O. in der zweiten Runde nach 1 Minute und 26 Sekunden und damit WKU-Weltmeister im Schwergewicht Thai-Boxen, Daniel Dibuba Ilunga. So, auch ein ganz sympathischer Typ, dieser Ilunga. Hat hier die Herzen der Münchner Fans gleich im Sturm erobert. Klaus Neunemacher mit dem Weltmeistergürtel. Das hat auch einen von der WKU im Schwergewicht. Hier nochmal die beiden Kontrahenten. Hat sich Schicking da nach der ersten Runde sicherlich auch anders vorgestellt, aber so geht's halt. Ganz schnell abgezogen, die rechte und aus. War der Traum vom Sieg. Gruppenbild mit den beiden Boxern. Asmir Burgic, der Trainer von Beginn an bei Daniel Ilunga. Daniel. Ja, der nochmal der. Kurz, knackig, zackig. Herzlich willkommen erstmal beim Kampfsportzentrum ja, Stegow. Herzlich willkommen hier im Zirkus Krone. Gratulation zum Weltmeistertitel. Wie war es das erste Mal hier im Zirkus Krone in München? Erst einmal, hallo München. Es hat mir super gefallen. Das Event war super. Mein Gegner, danke. Großen Respekt an Fred Sicking. Danke für diesen Kampf. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und danke, danke wirklich. Na, wir haben zu danken und vor allem kann man eines sagen, wir blicken voraus, denn so wie es aussieht, bleiben Sie ja beim Kampfsportzentrum Steko. Es werden noch einige Weltmeisterschaftskampf anstehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf den Geschmack gekommen, meine Leidenschaft hier auf deutschem Boden unter Beweis zu stellen. Es hat gut geschmeckt und ich will mehr davon. Wunderbar, uns hat es auch geschmeckt. Gratulation nochmal, Daniel Dibuba Ilunga. Dankeschön, meine Damen und Herren. Und natürlich geht es jetzt gleich weiter mit Marie Lang und ihrem eventuell sechsten Weltmeistertitel in der sechsten Gewichtsklasse. Auf jeden Fall dranbleiben, ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Und wir machen jetzt eine Pause von circa 10 Minuten. In 10 bis 15 Minuten geht es weiter mit dem nächsten Weltmeisterschaftskampf des heutigen Abends. Bitte wieder pünktlich die Plätze einnehmen. Wir werden um 23.15 Uhr dann auch zum Hauptkampf von Sebastian Preuß live bei Kabel 1 zu sehen sein. Ja.